Hallo Leute, willkommen wieder bei mir. Das wollte ich eigentlich nicht sagen, ich habe es trotzdem gesagt. Egal. Es gibt einen Tag, weil ich zum ersten Mal getaggt wurde und ich freue mich. Danke Jessie und danke Nini von den Tokibox, die mich getaggt haben, dessen Tag-Video ich euch auch in der Infobox verlinke. Obwohl ich denke, dass die meisten von euch es sowieso schon gesehen haben. Aber trotzdem, es geht heute um den Tag Mein Leben in Büchern. Um den Mein Leben in Büchern-Tag. Ja. Egal, ich wurde auf jeden Fall dazu getaggt von den beiden. Und ich freue mich, ich möchte nochmal Danke sagen an euch beide, falls ihr das hier seht. Ich hoffe, dass ihr das seht. Was wollte ich sagen? Ach, da hinten habe ich ein paar Bücher hingestellt. Die sind leider ziemlich klein geworden. Und wenn ich so näher rangehe, wird das auch zu dunkel. Wenn ich weiter weggehe, sieht man es, glaube ich, besser. Aber es ist halt trotzdem ziemlich klein. Und ja, ihr könnt halt die Bücher irgendwie versuchen zu identifizieren, wenn ihr wollt. Ihr könnt mir reinschreiben, welche ihr seht in den Kommentaren. Ihr könnt das halt machen, während ich da drüben wieder mal die Fragen angucke und hier die Bücher hole. Okay, fangen wir einfach mit dem Tag an, weil es schon eine Minute vorbei und ich laber nur noch. Okay. Erste Frage des Mein Leben in Büchern Tags ist: Suche dir je eins deiner gelesenen Bücher für jeden deiner Initialen heraus. Okay, fangen wir mit meinem Vornamen an. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich Helena heiße. Wenn nicht, wisst ihr es jetzt. Daher erstmal H. Habe ich mir hier Höllenflüstern rausgesucht. Das ist der dritte Band, glaube ich, der Riley Blackthorne, die Dämonenfängerin-Reihe von Jana Oliver. Ich glaube, das ist der dritte Teil. Das dürfte der dritte Teil sein. Ja, es ist der dritte. Hier sieht man die ersten beiden. Auf jeden Fall heißt der Höllenflüstern und daher H. Ist im FJB Verlag erschienen und hat wie viele Seiten denn? 503 oder so. Ach so, das ist eine Leseprobe, egal, um die 500. Ja, ich sage, glaube ich, nichts zu den Inhalten von den Büchern. Ich verlinke sie einfach in der Infobox, falls euch irgendeins davon interessiert. Klickt einfach die Links an, weil sonst würde das Video, glaube ich, viel zu lange dauern. Deswegen, ja. Dann mein Nachname, den sage ich euch jetzt nicht, aber er fängt mit B an, das kann ich euch soweit sagen. Und ja, deswegen dieses Buch, das ich euch jetzt zeige. Ich habe versucht, Bücher rauszusuchen, die ich euch noch nicht so oft gezeigt habe oder die ich euch noch nicht gezeigt habe. Deswegen kommen jetzt viele, ja, so einige. Okay, die nächsten beiden sind so Kinderbücher, die ich als Kind gelesen habe. Und ja. Ich denke, ihr wisst, dass ich R.L. Stein gerne als Kind gelesen habe. Zumindest habe ich es mal erwähnt. Deswegen zeige ich euch jetzt für B. Das Biest kommt in der Nacht aus der Gänsehautreihe. Also B wie Biest. Ich zähle jetzt mal die Artikel nicht. Also das Biest kommt in der Nacht ist von R.L. Stein gesagt. Stein. Und ja, ist so ein halt Kindergrusel-Horror-Buch. Ist im Omnibus Verlag erschienen, wie man sieht. Ist ein Taschenbuch und ja, hat für so ein Kinderbuch angenehme 120 Seiten ungefähr. Mochte ich halt gerne als Kind. Dementsprechend jetzt als nächstes auch noch für S wie Schoki Girl natürlich auch ein eher Horrorbuch, aber nicht von Aaron Stein oder Steen, sondern von Anthony Horowitz. Und zwar Schule des Grauens im Ravensberger Verlag erschienen. Ist jetzt mal ein Hardcover und hat ja 140, 141, bisschen mehr Seiten. Das haben wir mal in der Schule gelesen, in der 6. Klasse, wie ich gesehen habe. Da sieht man noch meine wunderschöne Schrift als Kind. Ich habe keine Ahnung, wie wir unsere Lehrer dazu gekriegt haben, dieses Buch zu lesen, aber irgendwie haben wir das hingekriegt, weil die irgendwie gesagt hatten, wir durften das Buch aussuchen und ja, ich freue mich. Ich habe mich damals wirklich gefreut und ja. Weil ich solche Bücher halt gern gelesen habe zu der Zeit. Ja, machen wir einfach weiter mit der nächsten Frage. Frage 2: Stell dich vor dein Bücherregal und zähle dein Alter entlang der Bücher ab. Bei welchem Buch landest du? Da Jessie und Nini das nicht live gemacht haben, habe ich das jetzt auch nicht live gemacht, sondern es einfach rausgesucht. Ich bin 24 jetzt im Moment. Da habe ich einfach mich vor meinem Bücherregal gestellt und einfach von irgendeiner Seite angefangen zu zählen. Und das war das 24. Buch, das ich rausgesucht habe. Das dürftet ihr auch mal in einem Tag gesehen haben, falls ihr
alle Videos von mir gesehen habt. Das ist Die Beschenkte von Kristen Cashore. Kristen Cashore, ja. Ein Taschenbuch im Piper Verlag. Ich habe mal gesagt, halt, dass dieses Cover mir wirklich sehr gefällt. Besser als das Hardcover. Hardcover-Cover. Auf jeden Fall. Ja, das ist auch nicht schlecht, aber das hier fand ich richtig schön und habe ich für 3 Euro mal in diesem Lotto-Toto-Kiosk unter der Erde, die ich euch in meinem FME gezeigt habe, gekriegt. Von daher habe ich es einfach mitgenommen, obwohl ich schon mal aus der Bibliothek ausgeliehen hatte und gelesen hatte, aber ich mochte das Buch. Oh, hier ist was drin. Gucke ich mir gleich an. Auf jeden Fall, ja, das war das 24. Buch in meinem Bücherregal. So, die nächste Frage ist, such dir eins deiner Bücher raus, das in deiner Stadt, in deinem Bundesland oder in deinem Land spielt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr wenige Bücher gibt, die in meiner Stadt spielen, einfach Regionalkrimis oder so, aber solche Bücher habe ich hier einfach zu Hause nicht. In meinem Bundesland war ich jetzt ehrlich gesagt zu faul zu suchen, deswegen habe ich einfach eins rausgesucht, wo ich weiß, dass es in Deutschland spielt und das ist Mondscheinküsse halten länger von Caroline Wahl. Ja, ist im Herzklopfen und so Verlag erschienen. Ich glaube, es ist kein richtiger Verlag, es ist selbst verlegt von der Autorin. Und habe ich mal auf Lovely Books gekriegt, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr mal in irgendeinem Video habe ich es erzählt, mit Widmung und so. Finde ich sehr süß, fand ich auch süß, also dieses Buch fand ich auch süß. Ist eine gute Lektüre zwischendurch und sehr niedliche Geschichte, so eine Mädchen. Geschichte, etwas für jüngere Leser, aber für unser Alter auch geeignet für halt zwischendurch. So, nächste Frage ist die fünfte. Ja, die fünfte Frage. Ihr könnt so lange die Bücher gucken, wie gesagt. Fünftens, was ist deine Lieblingsfarbe? Fällt dir ein gelesenes Buch ein, das ein Cover in dieser Farbe gehalten ist? Ja. Meine Lieblingsfarbe ist, wie ihr in meinem Pullover und an der Wand in meinem Zimmer sehen könnt, alles, was so in Richtung Lila, Violett, Flieder geht. Dementsprechend zeige ich euch dieses Buch. Clockwork Princess, der dritte Teil der Chroniken der Schattenjäger von Cassandra Clare. Man sieht hier schon, es ist lila. Ja, es ist definitiv lila. Und wenn man... Oh, hier ist kaputt. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Mensch, ich habe 10 Euro dafür bezahlt. Naja, was soll man machen? Jetzt geht das schon hoch, deswegen ja. Das hier ist halt auch so Flieder, irgendwas in der Art. Ich weiß nicht, wie das heißt, bärenfarben, aber ich finde die Farbe auch sehr schön. Alles halt, was so in die Richtung geht. Hier. Ja, jetzt ist ein Buch runtergefallen. Hebe ich nachher auf, brauche ich im Moment nicht so. Das auch so in die Richtung. Alles, was halt so ungefähr aussieht, finde ich sehr schön. Obwohl ich sagen muss, dass ich mittlerweile auch so einen kleinen Overkill davon habe, zumindest von so einer Farbe, von dieser Bärenfarbe, wie es da drunter ist, noch nicht, aber von so einer Farbe ist mittlerweile ziemlich viel in meinem Klamottenschrank, in meinem Kleiderschrank und an Dekokram. Irgendwann ist ein bisschen zu viel mittlerweile, aber trotzdem finde ich es immer noch schön. Ja, ich muss mal die Bücher hier abstellen, sonst fallen noch mehr runter. Nächste Frage ist die sechste Frage. An welches Buch hast du die schönsten Erinnerungen? Und die schönsten Erinnerungen... Ich habe erst nicht verstanden, wie diese Frage gemeint sein soll. Ich dachte erst, mit welchem Buch verbinde ich die schönsten Erinnerungen? Und das wäre ein anderes Buch als das, was ich euch jetzt zeige, weil ich das halt mit in Urlaub genommen habe, als ich mit meinen Freunden unterwegs war und so. Und deswegen verbinde ich damit halt diese Erinnerungen. Aber ich habe die Frage nochmal gelesen und da steht an, welches Buch hast du die besten Erinnerungen? Und ich denke, das ist wohl auf die Geschichte bezogen oder beziehungsweise wie oft man es gelesen hat, ob es das Lieblingsbuch ist, sowas halt. Und deswegen habe ich jetzt dieses Buch ausgesucht und zwar Bis zum Morgengrauen, der erste Teil der Twilight-Reihe. Viele haben es gelesen, viele hassen es, viele lieben es. Ich muss sagen, ich habe es zu der Zeit, als ich es gelesen habe und danach viele Jahre geliebt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt immer noch lieben würde, weil ich mittlerweile doch schon viele Bücher gelesen habe. Also viel mehr, als ich gelesen hatte, als ich das hier bekommen habe und geliebt habe. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es jetzt immer noch so sehr lieben würde.
Vielleicht finde ich es irgendwann auch was, wenn ich es nochmal lese, aber ich habe mit diesem Buch zumindest meine Bücherleidenschaft wieder entdeckt. Nicht so stark, wie ich es im Moment habe. Damals habe ich halt ein Buch pro Monat oder so gelesen. Aber davor hatte ich, bevor ich dieses Buch gelesen hatte, zwar auch gelesen, aber sehr, sehr wenig, weil ich halt andere Sachen zu der Zeit gemacht habe. Und dann habe ich halt dieses Buch irgendwann mal für 5 € gekriegt, weil ich halt in den Club eingetreten bin und durfte ich ein Buch für 5 € aussuchen. Und da habe ich dieses genommen, weil ich schon, oh, die Sonne knallt gerade. Okay, nicht so schön. Ich hoffe, ihr seht mich trotzdem noch. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch ausgesucht, weil viele davon ja geschwärmt haben. Viele Freunde von mir und, oh Mensch. Auf jeden Fall haben viele davon geschwärmt. Ich wollte es ausprobieren und habe es für 5 € mitgenommen. Und es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe die restlichen Bücher auch gelesen. Keins davon hat mir so sehr gefallen wie der erste Band. Daher habe ich den auch noch sehr oft danach gelesen. Wie gesagt, mittlerweile weiß ich nicht mehr, ob ich das immer noch so toll finden würde, weil ich auch viele kritische Stimmen gehört habe und viele Kritiken, denen ich mittlerweile zustimmen kann, die ich früher noch nicht so gesehen habe, weil ich einfach in meinem jungen Alter oder unkritischen Alter halt nicht so drauf geachtet habe, dass es zum Beispiel ein bisschen frauenfeindlich sein könnte oder so. Ja, damit verbinde an das Buch habe ich halt die besten Erinnerungen. Nächste Frage, siebte Frage. Bei welchem Buch hattest du die größten Schwierigkeiten, es zu lesen? Ich habe geguckt und ja, es gibt so einige Bücher, wo ich ein bisschen gestrauchelt habe, aber meistens habe ich die dann auch abgebrochen oder ich habe sie ganz schnell durchgelesen und dann schon wieder vergessen müssen, worum es ging. Deswegen zeige ich euch jetzt, was das mit meinem Studium zu tun hat. Ja. Ich denke, die meisten von euch werden mit solchen Büchern nicht in Kontakt treten, aber ich musste es lesen in meinem Studium und ich habe es nicht gemocht, weil es schwer zu lesen war. Und zwar handelt es sich um die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von Immanuel Kant. Ja, es ist ein philosophisches Buch. Es geht um ja, Moralvorstellungen von Kant und so. Und Kant, wer was von ihm gehört hat, weiß, wie verschroben er schreibt, wie viele Kommas so ein Satz hat und wie lang der werden kann und dass man nach der halben Seite nicht mehr weiß, was er eigentlich gerade noch erzählt hat. Es war unglaublich schwer, dieses Ding zu lesen. Und ich ehrlich gesagt habe ich es auch nie ganz durchgelesen. Bin eher zum Unterricht gegangen und habe dazu gehört, weil ich dann mehr erfahren habe, als wenn ich das gelesen hätte, weil ich daraus nichts ziehen konnte, weil der Typ so verschroben und so hochgeschraubt schreibt. Übrigens extra, das haben wir auch gelernt, er hat extra so geschrieben, damit nur intelligente Leute das lesen und verstehen können. Wohl, dann bin ich wohl nicht so intelligent, aber ehrlich gesagt ist mir das zu anstrengend. Okay, letzte Frage, die achte. Welches Buch auf deinem Substapel wird dir das größte Gefühl verschaffen, etwas geleistet zu haben, wenn du es fertig gelesen hast? Ja, ich habe überlegt, ich habe ja nur 13 ungefähr Subbücher, oh, die Sonne, ungefähr 13 Subbücher und ich habe überlegt, ob ich den dicksten raushole, den dicksten Band, aber eigentlich würde mir das nicht so ein Gefühl, was geleistet zu haben, geben, weil ich schon öfter dickere Bücher lese und das weiß nicht. Deswegen habe ich jetzt eigentlich 3 Bücher rausgeholt, aber die gehören zur selben Reihe und ich habe sie euch schon mal gezeigt. Deswegen, ja, es sind diese 3 Bücher. Das ist falsche Reihenfolge, nein, doch die richtige. Before the Dawn, After the Dark und Skin Game der Dark Angel Reihe, die halt diese Prequel und Sequels zu der Serie sind. Habe ich euch ja schon mal erzählt, dass mit 2 Staffeln der Serie rausgekommen sind und die dann eingestellt wurde und ich unbedingt wissen will, wie es ausgeht. Und deswegen die Bücher zum Geburtstag bekommen habe, weil ich sie mir gewünscht habe. Auf jeden Fall würde es mir eine große Befriedigung geben, weil die 3 erstens auf Englisch sind. Deswegen schon mal schwerer zu lesen, als wenn ich auf Deutsch Bücher lese. Und zweitens möchte ich halt möchte ich halt auch alles mitkriegen und alles so mit der Serie verknüpfen können. Und das ist dann wahrscheinlich so die große Schwierigkeit bei diesen Büchern, weil sie halt auch auf Englisch sind.
Ich lese schon öfter auf Englisch. Ich lese vor allem philosophische Texte und Bücher auf Englisch. Aber da weiß ich auch, dass ich nachher zum Seminar oder zur Vorlesung gehe und dann auch wirklich erfahre, was in diesen Texten drinsteht, auch wenn ich es nicht verstehe. Was steht ihr, was ich meine? Ja. Aber bei diesen Büchern wird es halt nicht so sein, weil ich kann vielleicht irgendwen suchen, der das auch schon gelesen hat, aber eigentlich muss ich ja selbst damit klarkommen und selbst alles verstehen. Und das wird, glaube ich, die große Herausforderung bei diesen Büchern sein. Deswegen habe ich mich noch nicht dran getraut, aber es wird definitiv noch kommen. Und ich sehe hier gerade, hier liegt immer noch Beastly und ich habe es euch noch nicht gezeigt. Deswegen weiß ich nicht, zu welcher Folge es gehört. Ich werde mal gucken und dann die Kamera wieder einstellen. Also bis gleich oder so. Ah, ich habe die vierte Frage übersprungen. Entschuldigung. Ich hole sie jetzt einfach nach. Die vierte Frage lautet: Jetzt suche ein Buch heraus, das einen Ort repräsentiert, wohin du gerne reisen würdest. Deswegen habe ich hier Beastly liegen. Beastly von Alex Flinch spielt in New York und wer würde nicht gern mal nach New York fahren oder fliegen? Und ich war noch nie in New York. Ich war überhaupt noch nie außerhalb Europas, außer bei meiner Geburt, weil ich halt in Asien geboren wurde, in Kirgisien, wer es genau wissen will. Ich bin aber mit einem Jahr nach Deutschland gekommen und seitdem habe ich Europa quasi nicht mehr verlassen. Ich war in der Türkei, aber die Hälfte der Türkei gehört ja noch zu Europa. Ich weiß nicht, auf welcher Seite ich war. Auf jeden Fall quasi habe ich Europa danach nicht mehr verlassen. Und das würde ich aber gerne. Ich würde gerne Asien bereisen, ich würde gerne Australien bereisen und vor allem ja auch Amerika und die USA. Und wo würde man da sonst hingehen, außer nach New York? Deswegen würde ich gerne mal nach New York und LA und all die anderen Städte, aber auf jeden Fall nach New York und deswegen zeige ich euch jetzt Beastly. So. Damit bin ich auch durch und ich habe euch jetzt jedes Buch gezeigt, das hier liegt. Und die Sonne knallt immer noch, deswegen sage ich einfach so, bye Leute, bis zum nächsten Mal.